Hallo und herzlich willkommen zurück zu Salt and Sanctuary. Ich habe mich noch nicht erholt. Also ihr braucht euch gar nicht denken, dass jetzt alles wieder gut zwischen uns ist. Nee. Ich bin immer noch mad. Ja, genau. Genau wegen solchen Sachen, ey. Da wirst du einfach mad. Ja, verreckt hier. Drecksack. Oh. Nicht sterben. Danke. Oh mein Gott, war das dumm. Hilfe! Was mache ich hier gerade eigentlich? Herr! Fair! Ja, ballert alle auf mich ein, hey. Was ist los mit euch, Drecksviechern? Ja, ich kann eigentlich gerade wieder zurück in die Base. Lohnt sich ja gerade echt nicht. Oh, eine Haarlocke. Ach, die droppen Haarlocken. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen gleich nochmal zur Base und leveln einfach unsere Waffe. Ein gutes. Ja. Ciao. Du-du-dum. Bla bla, aufrüsten hier, geile Axt hier. Ja Mann, 26 Schaden. Danke dir von ganzem Herzen. Können wir sie nochmal aufrüsten? Ja, uns fehlt leider das Salz. Wir müssten aber noch Salz im Petto haben. Ich glaube, wir haben das noch in Taschen gefüllt da. Ich musste nur einmal über meine Wangen streifen und hätte ein ganzes Haus voll Salz. Danke. Aufrüsten, Streitaxt. Wo haben wir sie hier? So, gut gewappnet, gehen wir jetzt los. Und unbedingt Heiltränke müssen wir leveln. Als nächstes. Dass wir das auch mal ein bisschen vorantreiben. Danke. Versuch diesmal nicht wirklich viel Leben zu verlieren. Diesmal meine ich es ernst. Es muss ja irgendwie möglich sein. Komm her. Geht ja schon. Wenn ich mich ein bisschen anstrenge, geht es ohne Probleme. Ja. Willst du mich verarschen? Einfach ignorieren, dann geht es schon. Oh, da ist noch Salz von uns. Hammer zurück. Das ist nicht die Welt, aber immerhin ein bisschen. So, und jetzt sind wir schon sogar beim Boss und wir haben noch 3 Heiltränke. Nein! Nein! Wir haben noch 2 Heiltränke. Ah, das geht. Das geht echt vollkommen. Das ist sogar eine Überlegung, ob wir es schaffen. Hihihi. Es stirbt doch! Ah, er kommt nicht an dir vorbei, geil.
Ja, 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 ja. Ja, yeah. Easy Game. Was habt ihr eigentlich für Probleme, ey? Das ist First Time hier. wenn nicht. Ging eigentlich gut. Ging echt gut. Schwarze Perle. Geil, das ist für ein Level-Up. Weit springen links, himmlischer Gegenstand. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Willst du mich verarschen? Wir haben hier abgeschlossen. Hier geht's ja irgendwie nicht weiter. Runterspringen will ich echt ungern. Deswegen nehmen wir einfach die Glötte und gehen zurück. Ich glaube, viel mehr wird hier jetzt erstmal auch nicht sein. Oh, so weit, so gut. Aufsteigen. Drei Level. Baum der Fähigkeiten. Ich würde gern mal hier Heiltrankbeutel. Erhält einen zusätzlichen Heiltrank. Würde ich machen. Geht auch nur einmal, leider Gottes. Nehmen wir den hier unten auch noch mal mit. So weit, so gut. Stärke haben wir hier auf 4. Ermöglicht die Tragung von schwerer Rüstung Stufe 3. Das bringt uns aktuell rein gar nichts. Rückkehr des Willens, Verteidiger Stufe 1, Willenskraft bestimmt eure maximale Ausdauer. Zähigkeit Ausdauer bestimmt eure maximale Traglast. Erhöht einen Punkt Ausdauer. Da geht's zum Kleriker, da geht's antikes Wissen, da ist mal Magier, Jäger hier mit den Peitschendingern. Den Trankbeutel hier sollte ich vielleicht noch mitnehmen. Ich würde sagen, wie geht dann hier Stufe des Willens? Gehen wir einmal Willenskraft rein. Und hier noch den Trank. Ah ja, 6 P-Pots, das sieht die ganze Sache, die Sache auch mal ganz anders aus. Gut, hat er irgendwas Neues? Hat er nicht. Aufrüsten können wir, glaube ich, auch nicht. Ein Soldatengedicht, okay. Läuft doch eigentlich ganz ordentlich jetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt runter zum nächsten Boss. Vergiss es. Nein, nein. Sau. Ohne Schaden zu nehmen. Und tschüss. So. Da war nur der Geheimweg. Willst du mich verarschen? Der hat mir ein Gel des Zeit irgendwas. Ah, ich muss noch weiter runter, schon wieder fast vergessen. Ja komm, das Geld nehmen wir mit. Rotscherbe, sehr gut. Dass es die auch mal gibt, unglaublich. Die Two-Hitten wir mittlerweile, das ist echt cool. Ja, komm, außer das ist nicht cool. Ja, genau. Und ich habe keine... Ich habe kein Gegengift mehr. Wir nehmen so ein komisches Ding, um dagegen zu wirken. So, ein bisschen hier rüber jumpen. Alles gut. Hier bin ich. Hier bin ich. Wir nehmen den mit wegen dem Salz.
Naja, viele Hits braucht er jetzt auch nicht mehr, um zu sterben. Geht eigentlich vollkommen. So, hier runter. Ah, nein, wir sind falsch. Wir sind falsch. Oh Gott. Hä, wo ging das dann bitte schön lang? Hier unten kamen wir nur zu dieser komischen Tussi da. Die einfach rein gar nichts gemacht hat. Ging es dann doch nochmal nach rechts? Wir nehmen jetzt doch mal den Heiltrank. Kann mich nicht erinnern. Ich weiß, dass es noch einen Boss gab. Oh Mann, ich habe gerade nicht drauf geachtet. Willt ihr... Danke. Oh, cool. Habe ich gesehen. Nicht springen. Habe ich auch nicht vor. War das dann hier rechts? Ich glaube, wir müssen zurück. Ich glaube, hier unten war das gar nicht. War gar nichts mehr groß. Wir nehmen nochmal die Glocke. Wir können eh ein Level aufsteigen, sehe ich gerade. Machen wir das auch gleich. Legt das Eid die 3 ab, den wir uns... Nein, wollen wir nicht. So, aufsteigen können wir nicht mehr. Baum der Fähigkeit. Dann machen wir einfach mal nochmal einen Punkt in Stärke, oder? Ich weiß ja nicht, wie weit wir das hochskillen können. Ja. Riesiger Skillbaum irgendwie. Extrem riesig. War das dann wirklich hier links rein? Ne, hier war es definitiv nicht. Hä, wo war das bitte schön? Ah, vielleicht links vom Schmied. Da ging es doch entlang. Und der Zyklop, stimmt. Den Zyklop, der war doch auch irgendwo da rechts. Wenn ich mich nicht irre. Ciao. Ciao. War das vielleicht sogar hier oben? Mann, mein Gedächtnis, hey. Wir gehen jetzt einfach mal hier hoch und gucken, wie es hier weitergeht. Oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott, nein! Wow, 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 wow. Wir haben überlebt. War das hier rechts mit dem Zyklopen? Ich kann mich echt nicht daran erinnern. Wir können es theoretisch einfach mal gucken. Jetzt, wo wir eh runtergefallen sind. Wir gehen hier weg. Endlose Reißzeilen, bla bla bla. Hier war der Kack. Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss kämpfen. So. Komm hoch. Komm runter. Hihihi. Ja, genau. Ja, genau. Dein Tod. So, soweit, so gut. Wir gehen jetzt nochmal hier rüber. War das... Doch, das war hier entlang. Doch, wir sind richtig sehr gut. Ja, und hier kam dann direkt der Zyklop. Stimmt, stimmt. Der ging ja eigentlich. Den haben wir ja schon fast beim ersten Mal besiegt. Oh mein Gott.
Ja, genau. Oh, da müssen wir aufpassen bei der Attacke. Er wird mit jedem Hit schneller. Ja. Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Und jetzt kommt der Hit. Alter, wie viel Schaden das macht. Zack. Ja, komm. Okay, man kann ihn nicht abwehren. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Huh. Ja, komm. Ich lebe noch. Noch. Oh mein Gott. Ey, das Vieh ist extrem übertrieben. Aber übel. Ich möchte was wissen. Hier ging's ja auch noch mal entlang und hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder beziehungsweise hier war, glaube ich, auch ein Gegner. Und ich finde, wir sollten einfach mal hier entlang gehen. Das war da, wo wir runtergefallen sind. Ach, das war da mit den Viechern, wo man nicht zurückkam. Stimmt, wo du einfach nur die Dinger hattest. Die Logik. Die Logik. Habt ihr diese Logik gesehen? Danke. Die geben immerhin extrem viel viel Salz. Das ist immerhin etwas. Und so stark sind sie eigentlich nicht. Also ich dachte, dass es hier vielleicht noch weitergeht, aber hab mich wohl geirrt. Was machst du hier? Dann wohl doch der Zyklop. Irgendwo war aber noch ein Gegner, da bin ich mir absolut sicher. Irgendwo. So, nehmen wir alle mit. Das ist kostenlose Erfahrung. Ja, 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 fair. Willst du mich eigentlich vorher verarschen? Danke.
Ey, die Dinger. Wir könnten zwar wieder ein Level aufsteigen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem nochmal zum Zyklopen. Ja, das können Sie mir ein bisschen Heifel-Hip-Hop nehmen. Ich glaube zwar eh nicht, dass wir das schaffen, aber... Bei dem Hit müssen wir so lang wie möglich warten. Okay. Wir sind tot. Ey, ich bin gerollt, das kann nicht dein Ernst sein. Ja, genau. Ich muss jetzt mal was gucken. Ah ja, genau, wie wir 6000 Salz verlieren. Das wollte ich gerade gucken, 4000. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich am Leiden zuzugucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Theo.